Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt... Nein, nein. Ah ja, Mathilde auch noch. So, was wollten wir heute machen? Ich dachte mir, wir gehen in den Dschungel. So voll. Und holen uns die Maske der Hexenkönigin. Okay. Wo ist die, die Maske? Die ist... beim Palast der Hexenkönigin. Palast der Hexenkönigin? Beim himmlischen Platz. Okay, ah, wir hatten da, als, ja, ich glaube, wir haben da nur einmal ganz kurz reingeguckt und ich dachte mir, wir könnten da mal... Bärtchen mitnehmen? Ach so. Nö. Na gut. Du hattest doch noch Schlangenpfeile gemacht, ne? Ja, müssten... 40 habe ich bei dem Zimmermann mit reingepackt. Ach, dann hol ich mir die. Und ich hole mir nochmal die, die wir jetzt währenddessen erstellt haben. Das sind nochmal 190. Reicht dir, wenn ich 90 mitnehme? Ja. Aber es ist jetzt auf einmal so dunkel. Hier kommt jetzt ein Sandsturm. Lass uns schnell hier wegbeamen. Oh ja. Ab in den Dschungel. Wo war der Dschungel hier? Nein. Das könnte er gewesen sein. Jo. Hey. Beam. Okay, ich muss mal ganz kurz hier ins Häuschen rein. Warum? Ich muss die Kamera von den Zwerg umstellen. Ich komme gleich wieder. Bin ja, ganz kurz AFK. Kurz zur Erläuterung, was der liebe Heinrich damit meint. Wir haben natürlich bei unserem Kindelein eine Babycam, damit wir wissen, wenn die was braucht. Und da sie momentan im Bettchen ab und zu ein bisschen mobiler ist, verschwindet sie manchmal aus dem Blickfeld und das mögen wir nicht. Und dann geht da ab und zu mal jemand rein und richtet die Kamera wieder aus, dass wir sie wieder sehen. So kann man nämlich teilweise schon interagieren, bevor sie schreit. Und so kriegen wir sie auch tatsächlich relativ schnell, häufig, nicht immer, wieder zum Schlafen. Genau, und da ist der Heinrich auch schon wieder. Ja, Big Brother is watching you. Genau. Wir sind böse. Wir beobachten unser kleines Kind. Es wurde schon mal gesagt, welches Geschlecht dieses Kind. Ich war mir gerade nicht sicher. Doch, das hast du, glaube ich, in dem Video gesagt, Anfang des Jahres, so dein Update war das, da hast du das gesagt. Ah, das Katzenfell lass ich jetzt mal liegen. Ja, ja. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Wir müssen auch nochmal in die Taverne, ne? Ja, ja, da so unter die Taverne meinst du. Ja, unter die Taverne. Oder hinter die Taverne war das ja, glaube ich, der Eingang. Hinter unter der Taverne. Hinter unter. So, hinter unter. Hinter unter unter. Ein, kommen wir nicht hier querfeld ein? Ja, können wir eigentlich. Kann ich an den Baum? Ja, das geht auch. Hui! Müsste man nur wieder klettern, scheiß und Dreck. Oder willst du da runter, ja? Die hält sich automatisch fest. Was ist denn hier los? Geht der noch tiefer? Ups, das war doof. Dafür erstmal eine Krabbe. Ich habe Heilfleisch mit. Ja, geradezu. Hm, geradezu und dann links. Oh, da ist ein Grün. Den hab ich geh weg, gemacht. Du Gorilla. Gorillas im Nebel. Ein sehr schöner Film übrigens. Oh, ein Schuhschnabel. Den liebst du doch so. Hm, ich liebe sie. Ja, weg, du Arsch. Ach, halt doch die Klappe. Affenmensch. Dings, was auch immer du bist.
mutierte Schimpansen oder so, keine Ahnung. Eigentlich müssten die auch Herzen geben, oder? Tun sie aber nicht. Ja, ich glaube, ich brauche es gar nicht testen. Ach, Marv. Juhu, mein Getreue ist eine Stufe aufgestiegen. Hurra! Welche Stufe hat der eigentlich mittlerweile? Leto müsste ja sehr weit sein eigentlich schon. Stufe 11. Naja. Da wäre das jetzt auch. Beweglichkeit plus 1. Was? Vorteile hat er noch keine? Was soll das denn? Meine hat gar nichts. Wo stand denn die scheiß Stärke? Ach, Stärke. Stärke ist 11. Okay. Ich schau mir hier Nein-Nein an, nicht Leto. Ah. Ah, hier. Universeller Kriege. Ah, siehst du, soweit ist gar nicht Nein-Nein. Der ist ja noch richtig grün hinterm Ohr. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, ist ganz schön düster. Ja, ich mach mal Licht. Ich auch. Ach du auch. Mach mal Doppellicht. Juhu, Doppellicht, Doppellicht. Was erwartet uns? Wird es Dutch schaffen? Ach nee, Dutch ist. Nee, Hackfresse der Zeit ist. Nee, nein, nein, ist das. Dutch ist. Kommt schon euch die ganzen Sklaven durcheinander. Okay, Leto schwebt da lustig rum. Schwebt der auch bei dir? Der rudert nee, hier so. Nee, Leto steht bei mir, du. Aber bei mir wo ist rudert denn, der lustig Alter? In der Luft rum. Ich brauch mal einen Bogen. Ein Bogen? Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht will ich ja aus der erstmal vom Weiten so ein bisschen schießen. Welch unheilvolle Maske. Ich glaube, wir sind nur mal kurz reingegangen, haben Hallo gesagt und sind weggerannt, ne? Oh, das sieht aber gar nicht nach so einem großen Dungeon aus. Die scheint da oben schon zu sitzen, die Hexen. Aber ich könnte schwören, diese Wächter werden lebendig, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Einfach mal schießen oder wollen wir uns mit der unterhalten? Wir gehen erstmal rein. Gucken. Da ist auf jeden Fall so Verdammnis. Ein Schutzschild, oder? Das ist ja ein Schutzschild. Die Tür geht zu hinter uns. Falle! Ich wusste es! Falle! Indy, ich hab's dir gesagt, es ist eine Falle! Ich hab's gesagt! Falle! Okay, man kann ihn auf jeden Fall schon mal nicht vergiften. Nee, der ist ja aus Stein. Aber der ist an der mag nicht. Bleib doch mal stehen! Nee, der mag nicht. Jetzt nicht mehr. Aber große Käsefuß! Mächtiger Käsefuß. Großer Käsefuß. Ich sehe gar nicht, ob ich irgendwie Schaden mache oder so. Aua. Ja, doch, Lust. Oh, der ist aber schon zur Hälfte runter. Ich schneide deine Achillesferse durch. Oder ich durchstoße sie. Oh, er ist zerbröckelt. Ja, mein Getreue ist aufgestiegen. Das freut mich nicht. Nein, nein! Was sind das für heilvolle Lichter? Die hab ich gar nicht gesehen. Oh, oh. Vorsicht! Das sind irgendwelche Strahlen, die einen Aua machen. Auerstrahlen? Da sind noch mehr Auerstrahlen. Vorsicht! Pass auf, nach dem zweiten Gegner werden die schneller. Ah, jetzt kommt der zweite. Mal gucken, der zweite. Oh, der zweite plus Strahlen. Ah, okay, oder so. Ob der Typ vom Strahl auch Schaden kriegt? Aua. Stimmt nicht.
wenn man so sich in der Mitte hält, dann erwischt er einen nicht, der Strahl. Der Golem ist kaputt. Was passiert jetzt? Wird sich die Königin von ihrem Thron erheben? Oh ja, macht sie. Ist ja ganz schön groß. Heinrich, ich glaube, das bringt nichts. Ich habe genug Pfeile. Oh, da ist sie. Ah! Ist das eine Schlüpferkönigin? Aua, ich will doch schießen. Möge der Schlüpfer mit dir sein. Aua. Ich kann sie auf jeden Fall vergiften. Also, sie ist jetzt nicht so ein großes Problem, aua. Es lohnt überhaupt nicht die Pfeile. Hast du irgendwas Nettes zum Zerhacken mit? Ja. Ich habe hier eine Spitzhacke. Dann hack mal drauf los. Du hast ja schon alles von ihr genommen, ne? Ja. Sehr gut. Ich hätte am liebsten ihr Herz. Tierhaut und Knochen. Tierhaut und Knochen? Was für ein Scheiß. Was für ein Geizhals. Keine Truhen? Was hast du denn bekommen? Keine Truhe. Was hast du denn bekommen? Menschenfleisch, abgetrennter Unterarm, Maske der Hexenkönigin, Schlüssel für Razmas Quartier. Okay, wo ist denn das Quartier? Ah, hier. Nee, das ist Zielposition nicht erreichbar. Aber irgendwo müssen wir ja dieses. Irgendwo muss ja dieses Quartier sein, ne? Ja. Oder ist das einfach nur die große Tür damit gemeint? Welche Tür? Die, durch die wir reingekommen sind. Ja, was soll ich mit dem Schlüssel, wenn ich da eh schon reingekommen bin? Oh oh. Notfall. Oh. Oh ja, es quietscht. Es quietscht. Wahrscheinlich ist wieder der Nuki flöten gegangen. Es ging jetzt wieder mal schneller als erwartet. Aber für einen Geißelstein brauchen wir noch ein bisschen was. Heinrich schaut kritisch. Oh, ansonsten brauchen wir noch die Tränen zweier Völker. Glänzenden Trapezoid. Und die Geißelsteinfragmente. Da fehlt uns ja noch was. Was machen wir denn jetzt noch? Also es war echt hier... Ja, also da diese Inhibchen-Endgegner sind bis jetzt sehr enttäuschend. Ich dachte auch, das wäre vielleicht ein größerer Dungeon oder so. Ja, hätte ich auch gedacht. Kann man hier jetzt Wasser? Ja, ich guck mal. Ich springe aber nicht. Ich weiß nicht, wie tief das ist. Oh, es geht. Ich glaube, hier sind wir schon mal rumgetaucht. Ja, es war schon so ein bisschen her gewesen. Aber vielleicht gibt es hier irgendwie ein Tor oder so. Jetzt sieht es nicht danach aus. Also bei meiner Seite hinten ist nichts. Nee, bei mir auch nicht. Schade. Ups, jetzt bin ich schon rausgegangen. Hat sich ja nicht so richtig gelohnt. Nö. Deswegen, ich bin da mal überlegen. Also, wir haben ja noch die schwarze Feste vor uns. Da habe ich auch gelesen, dass die etwas größer sein soll. Ja, die kommen ja fürs nächste Mal am Vormittag. Ja, und ein Ding ist noch auf dem Vulkan oben drauf. Aber da müssen wir erstmal auf den Vulkan klettern. Mhm. Da wäre es gut, wenn wir Wechselkleidung hätten, weil bis wir da sind, frieren wir uns in unseren dünnen Klamotten hier die Ärsche ab. Ja. Ich weiß nicht, wie warm es da oben ist.
Ja, was machen wir denn jetzt? Mein Plan ist schon wieder durch. Wenn ihr wisst, wo die Geißelsteinfragmente sind, wir haben ja bis jetzt nur eins, können wir gleich mal gucken, welches das ist. Könnt ihr uns das ja mal in die Kommentare schreiben. Oh, wir könnten noch zum Altar von Chaosmund fahren. Da gibt's auch wohl was. Wohin? Entschuldigung. Chaosmund. Da gibt's auch noch was. Wo ist der? Im Dschungel oder? Nee, da ist bei dem Durchgang vom Wüstengebiet zum Waldgebiet. In dem Punkt wären wahrscheinlich die Fettchen doch sinnvoll gewesen. Auf jeden Fall erstmal zu unserer Dschungelbasis. Wieder zurück. Mhm. Hin und zurück, die Geschichte eines Heimlichs. Na, ob das so eine gute Idee ist hier lang? Ja. Autsch. Gucken wir mal, wie das schafft. Könnte eng werden. Nackig geht's bestimmt. Aua, das tat weh. Das ist auch doof. Mach mal Platz da. Hab ich doch. Bei mir? Ach, das ist dein 99er-Typ, der hier im Weg steht. Oh. Ah, es hört sich nicht gut an. Es ist kein Trapezgeräusch, was ich höre. Nee. Irgendwie, ich meine. Scheißendreck. Guck mal hier weiter. Na klar, er muss sich da erstmal die Typen da vorne nehmen. Mizi, Mizi! Mizi, Mizi! Einfach gegenüberspringen und mit Baum hochklettern und den Weg folgen. Danke!
hochklettern und dem Weg folgen hat eigentlich gesagt. Ich glaube, ganz leicht. Das ist ja gut. Oh, hier liegt eine tote Muschi. Ja, dann bist du auf dem richtigen Weg. Hallo. Ach, da ist schon wieder der Typ, der da auf dem... Ja, auf dem Vulkan. War das denn doch hier? Das ist der nächste, den wir haben. Das sind noch ein paar Meterchen. Oder wir könnten auch in die namenlose Stadt teleportieren. Oh, eine namenlose Stadt. Okay. Ach, da sind jetzt diese ganzen Skelettköpfe wieder. Ja, solange es nicht die blauen sind. Ich bin noch einfach weiterlaufen. Wir müssen ja eigentlich da direkt rum. Wir müssen erstmal lang gelaufen. Ich sehe erstmal gar nichts. Ja. Wir sind erstmal zu weit. Hinter mir sind Typis her. Aber wir müssen ja irgendwie blöd rumlaufen. Ja. Heinrich, siehst du mich? Ja, ich bin hinter dir. Ja, sorry. Hab ich alles gesehen. Gut, darum sage ich es dir doch. Hast du da hinten keine Augen? Nur wenn ja, wäre komisch. Richtig. Lass mich in Ruhe, Holzkopf. Das ist ein Kopf. Sein Schädel ist aus Holz. Ja, oder Hohlkopf. Klanginstrument. Sind noch mehr Hohlkopf. Ui. Voll das Hohlkopf-Bataillon. Ich würde sagen, man könnte sie auch recycelte Soldaten nennen. Was ist das denn da für eine coole Treppe? Das sieht ja nett aus. Ja, das stimmt, da waren wir noch gar nicht. Ich glaube was hältst du von dem Begriff recycelte Soldaten? Recycling-Soldaten. Oh. Na, ist da oben ein Schlüpferkönig? I don't know. Oder ein Riesenskelett. Oder gar nichts. Das kann hier auch vorkommen. Vielleicht ist es einfach nur ein cooler Ausgang. Oder der Eingang. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Ja, der können wir folgen. Passt schon. Boah. Und jetzt, wo ich hier so lang laufe, kommt sie mir doch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Aber ich glaube, wir sind damals hier irgendwo seitlich hochgeklettert, ne? Wir haben nicht diesen Treppenaufgang benutzt. Das kann sein. Dachten wir ja damals ja auch, hier ist voll viel, bei der Mauer muss ja voll viel was los sein. Übrigens, da dieser große Turm da. Welcher? Da, der. Der so aussieht wie das Sauron-Auge. Ach, da ist ja ein Skelettkrieger. Da müssen wir. Also können wir ja bald querfeldein. Ja, wir müssen theoretisch nur von dieser Brücke runter. Zum Beispiel. Hier sind wir nämlich, glaube ich, auch hochgelaufen. Das ist eine fette Schlange. Ja, ich glaube, die kann nichts. Nee, ich glaube auch. Oh, Scheiße. Oh. Gut, ich glaube... Ja, ich glaube auch, dass wir die Aufnahme leider hier an der Stelle schon beenden müssen. Wir haben da jemand, der Meinung ist, Mama, Papa, jetzt wird nicht gespielt, jetzt bin ich hier am Drücker. Ja. Na gut, dann ist es diesmal eine kurze Folge. Wir suchen uns ein kleines Plätzchen, wo wir uns ausloggen können. Wo kein Gegner ist. Genau. Wie sieht's denn auf der Anhöhe da aus?
Haben keine Zeit. Ist Gott sei Dank noch nicht super dringend, aber... Ja, man sieht, sie ist fettet. Quiekt vor sich rum. Wahrscheinlich wird es eine frische Windel und ein Fläschchen richten. So, hier sieht's nett aus. Gut, dann denk daran, deinen Typ da auch Wache zu stellen. Ja, danke dir. Und wo ist meiner? Nein, nein. Der bringt Dreck. Ach, jetzt ist hier so ein dummer Skorpion, ey. Ja, mach ich doch am Arsch. So, ich bin off. Macht's gut. Ja, mach mal. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, okay. Ja, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.